Art von Kameras werden immer größer und natürlich auch immer besser. Und zudem muss man sich einfach die Frage stellen, können diese kleinen Kameras bald schon solche Kameras wie die Ricoh GR3 ersetzen? Oder ist es immer noch Zukunftsmusik von morgen? Spätestens als letztens das iPhone 15 Pro rausgekommen ist, bin ich dieser Frage wirklich noch mal ein bisschen mehr auf den Grund gegangen, weil ich mir einfach dachte, ey, 120 mm Linsen in einem Smartphone, geht das wirklich und wie soll solch eine Kamera da noch mithalten? Und deswegen würde ich sagen, schauen wir uns einfach in diesem Video mal beide Geräte an, vergleichen die miteinander und schauen einfach mal, inwiefern so eine Kamera hier schon mit einer Ricoh GR3, einer wirklich kleinen, aber auch sehr guten APS-C-Kamera mithalten kann. Viel Spaß mit dem Video. Damit wir jetzt überhaupt wissen, womit wir es hier zu tun haben, schauen wir uns einfach mal die Hard Facts beider Kontrahenten an. Die Hauptkamera des Xiaomi 13 Ultra ist mit einem 1 Zoll Sensor mit 23 mm Brennweite und einer variablen Blende von 1,9 bzw. 4,0 ausgestattet. Neben dem weitwinkligen Hauptsensor gibt es außerdem noch drei weitere Linsen, die jeweils mit einem 2,51 Zoll Sensor ausgestattet sind. Dabei handelt es sich einmal um eine Periskop-Tele-Linse mit 120 mm und einer Blende 3. Außerdem gibt es eine weitere Telelinse mit 75 mm und einer Blende 1,8 und eine Ultraweitwinkellinse mit 12 mm und ebenfalls einer Blende 1,8. Okay, das waren jetzt ganz schön viele Fakten hier zum Xiaomi 13 Ultra. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal die Ricoh GR3 an, denn da sieht es alles ein bisschen entspannter aus. Wir haben nämlich nur einen Sensor, das ist ein 24 Megapixel APS-C-Sensor. Wir haben auch nur eine Brennweite zur Auswahl, das sind 28 mm und wir haben eine maximale Offenblende von 2,8, können die aber im Vergleich hier zum Xiaomi einfach stufenweise quasi bis Blende 20, meine ich, umstellen. Also können wir quasi Blende so weit wir wollen variieren. Okay, das waren jetzt ganz schön viele Zahlen, aber was sagt uns das jetzt eigentlich? Und da müssen wir so ein bisschen in Theorie reingehen. Und zwar ist es nämlich wirklich entscheidend, wie groß der Sensor unserer Kamera ist. Weil umso größer der Sensor ist, umso mehr Licht fällt dann auch auf den Sensor. Und damit haben wir dann eine sehr gute Lowlight-Performance. Zum Beispiel auch der Grund, warum ich jetzt hier mit der Sony A7 IV filme, weil die hat eben Vollformat-Sensor, also fast den größten Sensor, den man so kaufen kann. Dementsprechend lässt sie sehr, sehr viel Licht auf den Sensor. Hier habe ich eine Ricoh GR3 mit dem APS-C-Sensor. Der ist zwar ein bisschen kleiner, aber auch der ist noch für eine so kleine Kamera auf jeden Fall ausreichend groß, um damit vernünftig zu arbeiten. Ja, und das Xiaomi, das speckt da natürlich schon ganz schön ab. Also hier haben wir zwar einen 1 Zoll Sensor, was für ein Smartphone sehr, sehr groß ist, aber im Vergleich zu so einer Kamera, ich kann das ja auch hier nochmal einblenden, eben ja, wesentlich kleiner ist und dementsprechend auch wesentlich weniger Licht auf den Sensor fällt. Zudem habe ich auch schon gesagt, ist ja nur die Hauptkamera mit diesem 1 Zoll Sensor ausgestattet. Alle anderen haben nur noch mal kleineren Sensor, dementsprechend lassen sich auch noch mal weniger Licht drauf. Und bei der Periskop-Telelinse haben wir außerdem eine Blende 3. Das ist verhältnismäßig auch schon wieder klein, weil natürlich umso kleiner das Loch ist in der Linse, was eben Licht auf den Sensor lässt, umso weniger Licht kommt dann auf den Sensor. Und was das dann bedeutet, das erkläre ich jetzt. Denn entscheidend wird es dann, wenn wir wie ich hier schon so in der leichten Dämmerung bei Sonnenuntergang stehen, aber weiterhin schöne Fotos machen wollen. Denn umso weniger Licht wir haben, umso mehr muss das Ganze dann digital nachverstärkt werden. Zum Beispiel durch den ISO und dadurch entsteht dann ein unschönes Rauschen. Bei der Ricoh GR3 wird es natürlich früher oder später auch passieren, spätestens wenn die Sonne ganz untergegangen ist. Und auch bei meiner Sony A7 IV wird es irgendwann passieren, spätestens wenn wir gar kein Licht mehr haben. Aber da ist es so, dass wenn der ISO hochregelt, man das ISO-Rauschen erstens später sieht und zweitens natürlich viel später der ISO hochgestellt werden muss, weil wir einfach noch mehr Licht einfangen können mit diesem Sensor. Hier bei dem Xiaomi passiert es früher und dementsprechend auch früher dieses ISO-Rauschen. Und das Ganze wird dann aber wieder von so einer Software-Rauschunterdrückung zu so einer kleinen, ich sag mal so einem Software-Matsch vermixt. Und dann haben wir aber wieder das Problem, dass dann dieser Software-Matsch am Ende nicht schön aussieht. Das heißt, da liegen sie wieder Software drauf, die das Ganze dann wieder aufschärft bzw. schärfer macht, sodass wieder Möchtegern-Details entstehen und dann sieht das Bild am Ende einfach nicht mehr schön aus. Und das ist ein großer Nachteil, wenn man eben kleine Sensoren verbaut hat. Man kann aber hier auch einfach sehen, du kriegst natürlich in so ein dünnes Handy nicht so einen großen Sensor ein, wie in so eine dicke Kamera. Okay, so viel jetzt zur Theorie, aber was heißt denn in der Praxis? Weil ich meine, ich habe euch jetzt ganz viel erzählt über, wie funktioniert so eine Kamera eigentlich und warum ist der Sensor so wichtig, aber letztendlich interessieren es euch doch nur diese Bilder, die wir damit machen. Und deswegen gehen wir jetzt einfach mal hier so ein bisschen rum, machen mal ein paar Fotos und gehen dann darauf ein, wie die Fotos im Vergleich abschneiden. Den ersten Vergleich machen wir auf jeden Fall hier zwischen der Hauptkamera und der Ricoh GR3, weil die sind sowohl von den Millimetern relativ ähnlich, also hier 23 mm und hier 28 mm. Und außerdem sind es ja auch die beiden Kameras, mit denen wir hauptsächlich fotografieren. Hier haben wir zwar einen 50 Megapixel Sensor und hier nur 24 Megapixel, dass das aber nicht alles heißt, sehen wir auf den Fotos.
direkten Vergleich fällt als erstes auf, und dafür muss man eigentlich blind sein, wenn man das nicht sieht, dass dieses Xiaomi hier wesentlich gesättigtere und ja farbenfrohere Bilder macht als die Ricoh GR3. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die Kamera jetzt hier viel besser ist oder so, sondern dass Xiaomi hier zusammen mit Leica gearbeitet hat und Leica quasi wie so eine Art Filter erstellt hat, und der wird jedes Mal über das Foto, über das Video, was ihr macht, gelegt und dementsprechend ja auch schon ein bisschen softwaremäßig manipuliert. Im Gegensatz hierzu können wir mit der Ricoh GR3 sowohl in RAW als auch in JPEG fotografieren. Wenn wir hier in RAW fotografieren, dann erstellt er uns quasi ein natürliches, relativ flaches Bild, was wir dann im Nachhinein noch bearbeiten können. Die Möglichkeit haben wir hier beim Xiaomi aber auch, und deswegen würde ich sagen, machen wir das jetzt einfach mal. Das heißt, wir fotografieren jetzt hier mit beiden Modellen in RAW bzw. in DNG, also zwei unkomprimierten Verfahren, und bearbeiten die Bilder dann so weit, dass die ungefähr gleich aussehen, dass wir wirklich nur schauen können, wie ist der Dynamikumfang und wie ist die Schärfe der Bilder. Ich blende euch jetzt immer Bilder ein, einmal im rohen RAW-Format und dann auch noch in der bearbeiteten Version, sodass ihr dann nicht immer sagen könnt, ja, der hat das jetzt einfach nur schön bearbeitet, damit es hier bei der Ricoh besser aussieht, weil er ist ja so ein Kamera-Fan und möchte hier das Xiaomi irgendwie runter machen, sondern dass ihr wirklich seht, was kommt hier aus der Kamera raus und was kann man dann daraus machen. Mal wieder Lars genommen, den kennt ihr natürlich jetzt auch schon aus dem Video, ist ja offiziell jetzt auch ein YouTube-Star. Gehe jetzt auf die Telelinse mit 75 mm, nutze hier noch das letzte Licht, was uns verbleibend ist, und mache hier einfach mal ein cooles Porträt. Genau, kannst du mir auch mal angucken. Ein bisschen vielleicht zur Seite gucken, ins Licht, noch ein bisschen zu mir wieder. Habe jetzt hier quasi nichts eingestellt außer eine Offenblende, und nichts anderes mache ich jetzt hier mit der Ricoh. Habe natürlich eben nicht diese coole 75 mm Linse, gehe jetzt hier in den Crop mit 50 mm, damit ich überhaupt irgendwie diese Porträtperspektive habe, und gehe auch hier eben wieder ran, so nochmal ins Licht gucken, mache ein paar Fotos. Habe hier natürlich auch die Möglichkeit, über Touch auszulösen, gar kein Problem. Genau, das Ergebnis blende ich euch natürlich immer wieder ein, damit ihr euch selber davon ein Bild machen könnt. Das Xiaomi 13 Ultra macht erstmal wirklich tolle Fotos. Die sind dynamisch, die sehen im größten Teil auch natürlich aus, haben aber manchmal das Problem, dass dann Farben ein bisschen zu übersättigt sind und dadurch dann doch manchmal dieser unnatürliche Effekt entsteht und es eben nicht immer ganz akkurat ist. Aber für all diejenigen, die einfach sagen, ich möchte ein schönes Foto haben, die machen damit auf jeden Fall nichts falsch, weil schöne Fotos kann das Gerät auf jeden Fall. Schaut man sich dann die Bilder von der Ricoh GR3 im Vergleich an, dann sagt man auch hier wieder, okay, irgendwie sehen die mir fast zu natürlich, fast ein bisschen langweilig aus. Aber wie gesagt, das sind RAW-Bilder. Und wenn ich die jetzt noch weiter bearbeite, das heißt weiter den Dynamikumfang dieser Kamera ausnutze, dann hat man irgendwann ein Bild, was dann schon wirklich in die professionelle Richtung geht. Also da kann man auch schon fast keinen Unterschied mehr sehen, ob ich das jetzt mit der Sony A7 IV gemacht habe oder mit der Ricoh. Und dann kommen wir auch in einen Bereich, wo dieses Xiaomi hier nicht mehr mithalten kann. Weil durch diesen 1 Zoll Sensor ist dieser Dynamikumfang einfach nicht gegeben. Jetzt habe ich hier immer von Dynamikumfang gesprochen. Der ist hier viel kleiner als bei der. Aber woran sehe ich das überhaupt? Und das sieht man vor allem in den dunklen, also in den Schattenbereichen und in den Highlightbereichen, wenn dann eben kleine Details langsam verschluckt werden. Außerdem sieht man das auch dann, wenn es dann eben wie hier jetzt ein bisschen dunkler wird. Und man sich dann irgendwann fragt, okay, also irgendwie erkenne ich jetzt nicht mehr so richtig, was da noch im Schatten, im Dunkeln vor sich geht. Bei der Kamera kann ich das Ganze noch aufhellen, weil sie eben die ganze Information ja speichern kann und ich sie im Nachhinein dann noch aufrufen kann in Lightroom. Das funktioniert dann hier eben irgendwann nicht mehr so gut, weil dieser 1-Zoll-Sensor eben nicht so viele Informationen aufnehmen kann. Jetzt habe ich gerade schon von Dunkelheit gesprochen, und das ist natürlich etwas, wo die Smartphone-Technik mittlerweile echt einen großen Sprung gemacht hat. Also die haben einen sehr, sehr guten Stabilisator eingebaut, der ist sowohl mechanisch, man hört ihn auch so ein bisschen, wenn man hier schüttelt, aber natürlich auch elektronisch, und ich kann hier wirklich lange Zeit belichten aus der Hand und kann da auch bei Nacht wirklich tolle Fotos aufnehmen. Das funktioniert mit der Ricoh zwar auch, die hat auch einen mechanischen Stabilisator, auch den hört man so ein bisschen, und eben auch einen elektrischen Verstärker bzw. Stabilisator. Aber trotzdem muss ich sagen, funktioniert es hier vielleicht durch die Software, die da drauf läuft, durch den Prozessor, der hier drin ist, nochmal etwas besser. Trotzdem haben wir natürlich hier den Vorteil, dass wir einen größeren Sensor haben. Und dementsprechend macht sich das dann trotzdem nichts. Das heißt, wir können hiermit dann doch irgendwie länger schön bei Nacht fotografieren. So, mittlerweile ist die Sonne schon untergegangen und jetzt kommt der wirkliche Lowlight-Performance-Test. Und wir schauen einfach mal, wie wir hier klarkommen bei den Lichtverhältnissen, wenn wir hier von der Brücke runter fotografieren. Hier
vor dem Riesenrad ist natürlich eine extreme Challenge. Der Himmel im Hintergrund ist mittlerweile schon wirklich dunkel, das Riesenrad selbst natürlich sehr hell. Und auch da gucken wir einfach mal, wie sich beide Geräte schlagen. Ich vermute mal einfach, dass hier der Dynamikumfang von der Ricoh GR3 einfach ein bisschen höher ist und dadurch, dass das Bild auch geiler aussieht. Wir schauen uns das einfach mal an. Nochmal ein ganz kurzes Fazit. Die Kamera von dem Xiaomi 13 Ultra ist wirklich gut. Wahrscheinlich mit einer der besten, die es gerade auf dem Markt gibt. Aber so ein Ricoh GR3 mit einem APS-C-Sensor, der wirklich momentan ungeschlagen ist, was dieses kompakte Format angeht. Da gibt es wirklich nur noch die Fujifilm X100V und dann war es eigentlich schon. Der ist einfach besser, das muss man einfach sagen. Hier steckt Kameratechnik drin, das spürt man und das sieht man auch auf den Bildern. Jetzt höre ich schon die ganzen Hater in den Kommentaren. Ja, aber das ist doch auch nur ein Smartphone, was vergleichst du da überhaupt? Ist doch klar, dass die Kamera am Ende insgesamt besser ist. Aber so ein Smartphone hat ja auch noch andere Vorteile. Und genau auf diese Vorteile möchte ich jetzt zu sprechen kommen. Und der erste Vorteil liegt auf der Hand. Ich meine, muss hier nur mal zählen, 1, 2, 3, 4 Linsen im Vergleich zu einer Linse. Und wir haben hier wirklich von 12 mm bis 120 mm alles am Start. Und hier haben wir einfach nur eine klägliche 28 mm Linse. Dies war sehr gut und wir können ja auch noch eben auf 35 mm und 50 mm ins Bild reinkroppen, dank dieses großen APS-C-Sensors. Aber dann ist auch schon Schluss. Dann gibt es zwar noch von Ricoh so kleine Adapter, die man sich kaufen kann. Dann kann man die Brennweite auch nochmal erweitern. Aber dann sind wir auch schon nicht mehr im kompakten Format. Dann könnte man sich eigentlich auch so eine A7 IV kaufen mit ein paar Wechselobjektiven. Und dann hat man aber auch keinen vernünftigen Vergleich mal hier zu einem Xiaomi, weil ich meine, das passt in die Hosentasche und das passt in die Hosentasche und darum kommt es ja am Ende auch an. Und der große Vorteil ist einfach, dass wir hier nicht irgendwie digital ins Bild reinzoomen müssen, sondern wirklich physische, optische Linsen haben. Mit 120 mm können wir wirklich schon fast in die Tierfotografie gehen. 75 mm perfekt geeignet, um geile Porträts mit einem vernünftigen Bokeh machen zu können. Mit 12 mm können wir wunderbar rauszoomen, irgendwie eine Stadt fotografieren oder einfach eine Landschaft fotografieren. Also man hat hier wirklich viele Möglichkeiten, die man mit der Ricoh auf jeden Fall so nicht hat. Also kurz gesagt, hier habt ihr einfach immer alle Linsen dabei und das Ganze im Hosentaschenformat. Davon können die Fotografen heute immer noch träumen. Das nächste Argument kommt gar nicht so richtig von mir, sondern von all denjenigen, die sagen, ja, aber wenn ich hier so ein Smartphone habe, dann muss ich einfach nur drauf losknipsen, habe dann schon fertig bearbeitete, richtig coole Bilder. Und wenn ich eine Kamera habe, dann habe ich die irgendwie im RAW-Format, dann muss ich erstmal umständlich in Lightroom bearbeiten und irgendwann habe ich dann vielleicht ein schönes Bild. Also ist doch der Prozess hier viel, viel schneller und am Ende auch viel befriedigender als bei einer echten Kamera. Und ich muss sagen, ich stimme da schon irgendwie zu. Ich meine, es hat schon was, hier einfach Fotos zu machen und dann hast du am Ende im Prinzip das fertige Bild. Kannst natürlich auch nicht mehr so viel daran ändern. Hier bei der Ricoh kann ich zwar Filmsimulation erstellen und am Ende kommt hier auch eher so ein, ich sag mal, künstlerisches Retro-Bild raus. Hier kommt dann eben farbenfrohes, schönes, gesättigtes Bild, was ihr dann direkt auf Instagram posten könnt. Außerdem muss man auch sagen, dass hier auch eine KI drin ist, die immer erkennt, okay, das ist ja Szene XY, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Porträt und dementsprechend alles so für euch umstellt, dass ihr auch nichts mehr einstellen müsst. Hier müsst ihr natürlich immer gucken, okay, ich muss die Blende jetzt vielleicht ein bisschen weiter öffnen, damit ich ein schönes Bokeh habe bei einem Porträt. Ich muss die Belichtungszeit anpassen, wenn ich bewegte Bilder habe. Also das macht das Handy natürlich alles von alleine und dementsprechend ist diese Nutzerfreundlichkeit bei einem Smartphone auch viel, viel größer. Der letzte Vorteil liegt auch auf der Hand. Ich meine, es ist einfach der Formatfaktor und dann auch noch die Funktion, die ich in diesem Format habe. Also hier für ein Smartphone ein relativ großes Format, aber immer noch handlich. Es passt in die Hosentasche und ich habe nicht nur eine Kamera, mit der ich fotografieren kann. Ich kann mit der Kamera auch Videos in bis zu 8K aufnehmen. Ich habe hier einen schnellen Prozessor drin, habe hier quasi einen kleinen Computer, auf dem ich alles machen kann. Ich kann damit telefonieren, was mit so einer Ricoh nicht so wirklich gut geht. Also im Prinzip ist das hier ein Multifunktionsgerät und das wirklich nur eine Kamera, die nichts kann außer fotografieren. Sie passt zwar auch in die Hosentasche, ist so der einzige Vorteil. Man kann damit auch ein bisschen filmen, aber dann hört es auch schon auf. Und deswegen muss man natürlich sagen, das ist ein großer Vorteil von einem Smartphone und dementsprechend auch von der Smartphone-Kamera. Kommen wir zum Fazit und ich glaube, das können wir relativ kurz machen. Denn wenn man jetzt objektiv sagt, was ist die beste Kamera, dann muss man gar nicht lange überlegen. Dann hätte man auch vorher einfach nur die technischen Daten durchlesen müssen, dann hätte man es gewusst. Es ist natürlich immer noch die Ricoh GR3 bzw. stellvertretend für jede andere Systemkamera auf dem Markt. Weil die sind natürlich durch die großen Sensoren einfach nochmal in vielerlei Hinsicht einfach überlegen. Man muss aber sagen, wenn man jetzt einfach mal schaut, was die Kamera alles mitbringt hier von so einem Xiaomi, dann ist es schon wirklich krass. Also ihr bekommt eine fertige Bearbeitung von Leica im Leica-Look.
Ihr bekommt 4 Linsen zur Auswahl, die ihr einfach mal so mit einem Knopfdruck einfach so switchen könnt. Und ihr bekommt zusätzlich auch einfach noch ein Smartphone on top, mit dem ihr quasi euren Alltag bewältigen könnt. Also ihr bekommt natürlich insgesamt das Gesamtpaket. Und man muss auch sagen, ist natürlich auch preislich nicht so ein krasser Unterschied. Also hier bekommt ihr die Ricoh GR 3 neu für um die 900 Euro, aber könnt damit eben nur fotografieren. Und hier bekommt ihr für ungefähr, ich glaube, 1200, 1300 Euro in dem Dreh halt eine richtig gute Kamera und ein richtig gutes Smartphone. Also preis-leistungstechnisch ist das natürlich auf jeden Fall der Gewinner. Also könnte man jetzt sagen, das Smartphone kann die Kamera noch nicht ersetzen. Die Kamera kann aber das Smartphone natürlich auch überhaupt nicht ersetzen. Und deswegen würde ich immer sagen, eine Kamera ist eine Ergänzung. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich achte bei meinen Smartphones nicht so sehr darauf, ob es eine gute Kamera mitbringt, weil ich sage, ich habe immer eine gute Kamera dabei. Und andersrum muss ich aber auch sagen, hätte ich nur die Kamera, dann würde ich natürlich die ganzen Features von so einem Smartphone auf jeden Fall vermissen. Das braucht man einfach, das hat man jeden Tag in der Hosentasche. Und auch das ist ein wichtiger Punkt. Ein Smartphone habe ich immer dabei, ich habe eine Kamera immer dabei. Und wenn die so gut ist wie beim Xiaomi, dann kann ich damit auch mehr als zufrieden sein. Eine Kamera in dem Format habe ich vielleicht noch immer dabei, aber spätestens bei der Sony A7 IV wird es dann schon wirklich schwierig. Und das war es auch schon wieder mit diesem Video der etwas anderen Art. Ihr seht, die Sonne ist schon fast untergegangen. Ich muss jetzt hier auch wirklich Schluss machen. Ich habe auch genug geredet. Ich hoffe, es war nicht zu viel Gefachsimpel für euch. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr solche Videos öfters sehen wollt. Also mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Und schreibt mal auch unbedingt in die Kommentare, ob ihr schon sagt, ich habe meine Kamera mittlerweile mit dem Smartphone ersetzt. Da geht gar kein Weg mehr dran vorbei. Jetzt heißt es auf jeden Fall, den Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Vergesst auf keinen Fall, das Video zu liken, wenn euch das gefallen hat. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis dahin, euer Technikmonk. Und jetzt auf jeden Fall dranbleiben, denn hier geht es gleich weiter zum nächsten Video. Ihr kennt das Spiel. Und dann sehen wir uns da oder nächste Woche. Bis dahin, euer Technikmonk.